willkommen bei Uwe hat keinen Bock. Zu Gast hier heute bei uns Karl-Georg Wellmann von der CDU. Er ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages, Mitglied oder stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Warum sind Sie da nicht bei den Grünen, wenn das Ihr Lieblingsthema ist? Warum soll ich von den Grünen sein? Das ist Politik auch der CDU. Ja, aber mit Umwelt und so ist ja eher grün, ne? Eigentlich nicht mehr. Eigentlich haben sie alle das inzwischen verinnerlicht. Alles nachgemacht von den Grünen? Vielleicht ja. Unser kleines Zusammentreffen hat noch einen tieferen Grund. Der Uwe Wöllner ist wahlberechtigt und weiß aber nicht so genau, welche Partei er wählen soll. Kann ich eben einen Tipp geben, ja. Bei den Grünen ist es eher so öko, ne? Und die FDP, die wollen halt immer nur, dass die Reichen reich werden. Die SPD, die ist eher so ein bisschen langweilig. Die CDU ist eher so ein bisschen spießig, ne? Da weiß ich nicht, was soll ich jetzt nehmen von denen allen. Ne? Ja, lass uns mal eben hier dem Herrn Wellmann die Chance geben, zu berichten, für welches Wahlprogramm er hier eigentlich steht oder besser gesagt sitzt. Herr Wellmann, sind Sie zufrieden mit dem, was die CDU-CSU da verabschiedet hat für die Wahl 2009? Ja, im Großen und Ganzen ja. Was da drin steht, im grünen Bereich sehr viel. Klimaschutzziele, Ausbau alternativer Energien. Aber auch Atomkraftwerke finden die CDU geil, ne? Nee, total geil finden wir die nicht, aber der Vorteil ist, es kommt kein Klimakillergas daraus, kein CO2 aus dem Atomkraftwerk. Also sozusagen schadstofffrei, das ist, Atomkraftwerk. Ja, nicht ganz. Da haben wir eben das große Problem der Entsorgung der abgebrannten Brennstäbe anschließend. Das ist ein Problem. Also alle kriegen Leukämie, die daneben wohnen. So, ne? Na, alle nicht. Aber also, viele. Ja. Gut, aber wir stehen vor dem Problem, Klimaschutzziele, die Welt geht kaputt, wenn wir das CO2-Gas nicht einschränken. Im Moment ist Atomkraft die einzige Energie, wo kein Klimakiller-Gas rauskommt. Aber ich habe mal gelesen, dass wenn das möglich ist, dass man alle Häuser auf der Welt und die Dächer weiß anmalt, dann sinkt das den CO2-Wert. Weil nämlich das Sonnenlicht dann wegreflektiert wird und dadurch wird die Erde nicht so erhitzt und dadurch wird das CO2 auch nicht so breit vermehrt. Wenn man alle Dächer weiß anmalt, ja, das weiß ich nicht, ob das ausreicht. Sind Sie denn glücklich mit diesem Vorschlag, der Idee, Ihrem Wahlprogramm, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen? Das Thema ist, dass die ja weitgehend störungsfrei gelaufen sind, die deutschen Atomkraftwerke. Und was passiert bei uns? Wenn wir unsere morgen früh abstellen würden, kaufen wir Atomstrom von außerhalb, weil wir den Strom brauchen. Das stimmt auch. Das heißt, dadurch, dass wir unsere Atomkraftwerke abschalten, erhöhen wir die Reaktorsicherheit in Europa nicht, ja. Weil unsere sind sehr viel sicherer als zum Beispiel Atomkraftwerke russischer Bauart. Ja, aber die Russen können sowas halt nicht so gut, ne? Nein, aber die bauen auch Atomkraftwerke, aber und zwar nicht ziemlich so sicher, ne? So ist es. Weil die halt sehr viel auch Alkohol trinken und sowas, ne? Ja, nicht nur deshalb, sondern weil die Technik einfach schlechter ist als unsere. Ja. Wie auch immer, ich will ja damit nur sagen, wenn wir unsere Atomkraftwerke abstellen, brauchen wir den Strom irgendwoher. Ja. Wir machen 30% unseres gesamten Stromes mit Atomkraft im Moment. Und wir können nicht in jedem Wald noch mehr Windpropeller aufstellen. Geht nicht. Außerdem weht der Wind nicht jeden Tag und jede Nacht. Ja, schon gar nicht im Wald. Ja, ihr kennt das. Hier geht es zum nächsten Clip. Da was ganz anderes. Und hier abonnieren. Das ist im Grunde der alte Stiefel.